Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Albion Pilot mit der EMC 4AP Mod. So, ich habe mir jetzt noch ein paar Energiezellen gekauft. Bin jetzt hier nochmal in Königsthal, ja, hingeflogen, wo mir die super tolle Schiffswerft. Und dann müssen wir jetzt da dorthin fliegen, andocken. Ja, andocken, genau. Und dann geht's dort mit dem kleinen Plot weiter, weil wir haben ja in der letzten Folge ein unbekanntes Schiff entdeckt von den Antiker. Also, beziehungsweise, das war, glaube ich, das alte Volk gewesen. Und ja, wir haben das gescannt und ist danach bei 70% bup, weggesprungen. So, aber ich bin mal gespannt. Gelandete Schiffe. Ja, nun bin ich. Okay, was gibt's als nächstes zu tun? So, das sind schlechte Nachrichten. Das unbekannte Schiff ist entkommen und hat uns nichts hinterlassen. Wir haben keine Chancen auf präventive Maßnahmen. Alles, was wir tun können, ist einen Gleitschutz neu zu organisieren. Oder Gleitschutz zu organisieren. Okay. Du sollst eine Verstärkung des Konvois des Pontifex anschließen und versuchen herauszufinden, was mit diesem Schiff zu tun hat, wenn es die... Bla bla bla. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ganze pausieren. Ich überspringe das nur für mich selber. Jawohl. Der Konvoi hat die Verstärkung des... Verstärkung im Boot erscheinen. Wissen, Freunde. Ah, Sayako. Okay. Die kenne ich. Wer sie nicht kennt, tja, Pech gehabt. Der hat die Vorgängerteile nicht gespielt. Gut. Sayako, sehr schön. Interessant, ich bin schon auf dem Weg. Gut. Jetzt müssen wir wieder nochmal den ganzen Weg... Oh Gott, ey. Den ganzen Weg wieder zurückfliegen. So roter Schein. Was? Hä? Moment, wo muss ich jetzt da hin? Missionen? Nee. Deaktivieren. Trivial. Aktivieren. Was? So, roter Schein. Andocken. Autopilot aktiviert. So. Genau. Inaktiv. Ja, es sind alle inaktiv. Es ist nur eine aktiv. Warum hätte ich mich nochmal dorthin hinfliegen? Zu den paar. Zu den Boronen. Die hätten mich auch. Könnten von dort hinten aus kontaktieren. Muss ich nochmal den ganzen Weg wieder zurückfliegen? Da vermisst man doch teilweise den Sprungantrieb für sowas, aber... Naja. Aber wir sind ja gleich da. Jetzt habe ich schon wieder Kopfschmerzen. Na. Meine Tabletten haben nicht geholfen. Schade. Erreiche System. Ringo Mond. Dann muss ich mal gleich mal ein paar Tabletten mal reinpfeffern. So, eine Ranch. Ich werde Ihnen die Informationen... 1,4 Millionen? Nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Nicht wirklich. Aber was ich mal tun werde, ist... Was habe ich denn überhaupt an alles an Schiffen da? Die Skorpion, die könnte ich verkaufen. 173.000, okay. Express, die bleibt. Der Unihändler... Rumpfplatten, okay. Geier Superfrachter, Elysium, ja, die bleiben. Ah, die erweiterten Satelliten müsste ich mal zerstören. Mars, ja, Machete. Was? Hä, Machete? Buster? Tanker? Okay. Eine Machete. Hä? Autopilot deaktiviert. Moment, dann habe ich eine Machete. Die könnte ich verkaufen. 113.000. Verkauft. Mikrolyre, Basta. Basta, Basta. Oh, 700.000 bringst du mir. Hebe ich mal trotzdem auf. Aber hier die Machete. Größer und ein wenig langsamer als die üblichen schweren Jäger wird die Machete meist als Begleitschutz für Großkampfschiffe und große Transportschiffe eingesetzt. Aha. Hä? Seit wann habe ich eine Machete? Vorne, hinten. Also die ist ja komplett bestückt. Mit ihren Plasmakanonen, 25 Megajoule-Schilde. Die wird schweineteuer sein. 7 Millionen. Und ich habe sie nicht mal gesehen, dass ich dieses Schiff habe.
Oh, okay. Warum auch immer. So, wo? Jacht des Pontifex, ist er doch. Hyperion, Angreifer. Was? Convoy as Commander? Verbesserte Version, Perseus. Ah, okay. Federal Patrol, okay. Ja. Todesklaue. Todesklaue? Shift H. F9. Ja, ich will jetzt da gerne herauszoomen. Gibt es hier irgendwo einen Planet? Moment. Das machen wir mal. So, das kriege ich schon irgendwie hin. Wo waren jetzt nochmal die Yacht des Pontifex? Genau, hier ist doch. Hyperion, Angreifer. Hä? Das ist ein Hyperion? Na egal, komm. Ich habe jetzt also ein paar Screenshots gemacht. Das reicht ja aus. So, gut, okay. Autopilot aktiviert. Das scheint wohl da was Größeres zu sein. Also wir werden da des Öfteren. Alle sind da, können wir starten. Alles hört auf mein Kommando, macht euren Weg nach Permanent Prime, verteidigt die Yacht des Pontifex und seid auf der Hut. Okay. Hallo Julian. Hi JB. Alles klar, los geht's. Okay, stopp. Autopilot Autopilot, deaktiviert. Autopilot. Wow, wie sie hier starten. Unbekannt, unbekannt, das ist Sayako. Nur sie hat mich immer damals JB genannt. Einfach perfekt für dich. Dein Glück, Miststück. Vakuumfresseln, kommt Mädels, dank euch nicht, vergesst nicht, warum wir hier sind. Okay, alles auf mein Kommando. Ja. Okay, darf ich bitte weiterfliegen? Autopilot aktiviert. Boah, die ist schnell, die Yacht des Pontifex, die ist richtig schnell. Was? Bewache das Südtor. Beruhige dich, Myria, der Befehl wird akzeptiert, wir warten auf neue Informationen, okay. Soll ich das Südtor? Warte, sind die jetzt da hinter mir her? Begleiten die mich? Begleiten die mich? Kann jetzt aber nicht sein. Ihr sollt doch hier die Yacht beschützen. Aber hier scheint einiges zu kommen. Definitiv. Also wenn hier so viele Jäger die Yacht beschützen wollen, da kann einiges passieren. Kein Ziel, Tor, Wolkenbasis Südwest. Da kann einiges passieren, dass dort gleich ein großer Erreiche Kampf kommt. System, Wolkenbasis Südwest. Was? Minen? Autopilot deaktiviert. Was? Hä? Was passiert denn hier? Nikonophone, okay, mir wird Zorn. Ja, deswegen, da wurde doch irgendetwas angegriffen. Aber die Station, was ist denn mit den Stationen los? Was? Okay. Wurden die Station jetzt halt komplett zerstört? Ja, scheiße. Wir können nicht die Befehle des Pontifex missachten. Schauen wir genau, ob jemand überlebt hat. Meine Station rettet den Überlebenden. Okay, wo? Achso, ja, da war dann ein Astronaut gewesen, ne?
Okay, das war jetzt ein bisschen zu heftig gewesen, was da passiert ist. Habe ich überhaupt? Blablabla. Lebenserhaltungssoftware? Ja, Lebenserhaltung für Frachtraum. Okay, gut, die habe ich. Okay, die Stationen wurden jetzt zerstört. Ob sie wieder irgendwann... Was? Oh mein Gott. Asteroid. Gona? Hallo? Hallo? Also, na toll. Und nun? Der ist tot. Yacht des Pontifex. Ruh dich aus, Mann. Lass es nach roter Schein zurückkehren. Was? Jetzt bin ich hier komplett verwirrt, was hier passiert. Autopilot aktiviert. Was passiert hier überhaupt? Sie haben angegriffen, das ist klar. Aber jetzt muss ich die Yacht nicht mehr beschützen, oder was? Das stinkt doch, ey. Aber ich hätte gerne, dass hier die Stationen wieder stehen. Freunde. Die schönen Stationen. Erreiche System. Roter Autopilot deaktiviert. Asteroid. Schwerer Centaur. Ja. Prototyp. Oh, sogar ein Prototyp, okay. Die argonischen Konstrukteure opferten Monate der Überlegung, wie sie den Centaur verbessern konnten. Okay. Autopilot aktiviert. Oder da hat sich einiges formiert. Ja, es sind jede Menge, Der Centaur wurde von den argonischen Schiffswerfen. Jede Menge Zentauren. Der Centaur wurde von. Aber nur normale Zentauren sind das. Ja, ja, okay. Ein Apollo, zwei Cerberus. Mhm. Was? Autopilot deaktiviert. Was? Oh. Na. Ihr wollt mich jetzt... Oh. Unterbrechen, das ist ein Freund. Die Text. Das geht irgendwie ein bisschen zu schnell. Ja, ich habe jetzt aus Versehen den Zins aktiviert. Auf geht's. Ich habe auch keinen Sprungantrieb. Ich habe auch keinen Sprungantrieb. Aber ich habe den hier. Ich habe keine Energiezellen mehr. Doch, habe ich. Ich habe. Leute. Konventioneller Antrieb arbeitet. Turbo aktiviert. Autopilot aktiviert. Ja, okay, und tschüss. Was geht hier ab? Ich will mich nicht mit denen anlegen. Vergiss es. Und schnell weg, und tschüss. Oh mein Gott. Erreiche System. Wolkenbasis Südwest. Oh Gott, Moment, sind jetzt alle Argonen Paraniden? Ne? Sind jetzt die Paraniden bei mir verfeindet? Autopilot aktiviert. Okay, das Pilotenstatus. Ah, okay. Weil ich angeblich die Yacht des Pontifex angegriffen habe, bin ich halt mit denen verfeindet. Okay. Ich wurde jetzt, sage ich mal, beschuldigt dafür. Okay, da ist ein Zerstörer, eine Deimos, genau. Eine M7, okay, das ist halb so schlimm. Autopilot deaktiviert. Tor, Paranid Prime, Autopilot aktiviert. Boah, wie viel Energiezellen habe ich überhaupt noch? 113, ja, das passt ja, solange ich schnell unterwegs bin. Dann ist das... Logi auf Logi, easy. Meine Mission... Achso, schwer. War es sehr schwer. Ups. Gut, dass ich mir doch noch eine M3 dazugelegt habe mit einem Meiselantrieb. Ansonsten no shocks. Entschuldigung. No chance. Reiche System. Autopilot deaktiviert. Tor. Imperiale Autopilot.
Autopilot aktiviert. Naja, schnell weg, 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 weg. Oh, die wurde... Was? Das Tor wurde beschädigt? Hä? Eine Militär-Zeus? Okay. Okay, das Tor wurde doch nicht beschädigt. Frevler, Sie widersetzen sich der direkten Aufforderung, die zentralen Sektoren des heiligen paranidischen Imperiums zu verlassen. Abfangmaßnahmen wurden autorisiert. Ja, ja. Naja, ich bin schon weg. Tschüss. Erreiche System. Imperialer Grenzbereich. Autopilot deaktiviert. Alarm. Rakete im Anflug. Und tschüss. Alarm. Ja, ja, Alarm. Rakete, Rakete. Ich bin schneller als die Rakete. Wespe-Rakete. Wespe-Rakete. Hat sich nur Wespen. Okay, wo muss ich überhaupt ganz neu hinfliegen? System. Autopilot deaktiviert. Ah, bei den Yakis. Ah, bei den Yakis, okay. Tor, Okrakoks Sturm. Ich speichere hier mal vorsichtshalber. Bei den Yakis, okay. Autopilot aktiviert. Ja, hier gibt es, glaube ich, auch herrenlose Schiffe, kann das sein? Hier gab es doch, glaube ich, auch mal herrenlose Schiffe. Oder auch nicht. So, ich muss gerade niesen. Eieiei. Erreiche System. Autopilot deaktiviert. Und nun? Okay, hier bin ich schon richtig. Das passt ja. Sie sprechen. Ja, was gibt's? Was? Bloß ein Hund? Okay. Ja, das finde ich ja echt mal geil. Da kann man sich reinhacken mit für, 100 Punkte und man kann sich da reinhacken. Das ist echt nett. Yaki Klarnachrichten. Und tschüss. Okay, das finde ich echt nett. Das finde ich cool. So, ich muss da, glaube ich, da vorne hinfliegen. Also geradeaus. Sie sprechen. Was als ein Pilot? Ja, warte mal. Missionen lesen. Nee, stopp, das ist falsch. So, hier. Wir müssen noch kurz auch in der Sturm, also muss ich in meinem Schiff bleiben. Okay. Jetzt muss ich hier auf die warten, oder was? Oh, shit. Über diese Objekte gibt es keine. Du hast Energiezellen, sehr schön. Energieplasmawerfer, sehr schön. Die kaufe ich mir jetzt da. Flak-Artillerie, eine. Pulsstrahler, okay. Triplex-Scanner brauche ich nicht. Okay. Sie sprechen mit dem Automaten. Ja, was gibt's? Da kann ich nichts machen. Muss ich jetzt auf die warten? Ich docke mal hier an, verkaufe meine, 4 kleinen Waffen. Welche waren das gewesen? Partikelbeschleunigerkanonen, genau. 4 Stück kann ich ja verkaufen, weil eine will ich ja aufheben, das ist ja für mein Heckgeschütz. Was habt ihr denn für Schiffe da? Eine Akurei, okay. Nawashi-Frachter? Was? Das gibt's als Frachter? Als Blockadenbrecher entworfen, wird diese Korvette in verschiedenen Aspekten unter Berücksichtigung der großen Kampf... Autopilot deaktiviert. Die gibt's als Frachter? Yaki, Akurei. Also Akurei heißt die, ja. Okay. Tja, seltsam. So, hier andocken. So, dann verkaufe ich meine Partikelbeschleunigerkanonen gegen Energieplasmawerfer. Verbrauche ich halt noch mehr Energie. Das ist nicht so schlimm. Genieß deinen Aufenthalt. Danke. Zum örtlichen Handelszentrum hergestellt. Energieplasmawerfer gekauft. Dann muss ich diese jetzt noch zuweisen. Waffen.
Energieplasma-Werfer installiert. Oh. Moment, 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 Moment. Achtung, Sicherheits. Handel? Ich habe 8 Energieplasma-Werfer und wie viele Partikel beschleunigen kann? Und eine. Moment. Moment. Mein Schiff. Die Elite der Argonen in den Ruhestand geschickt worden war, stand dem argonischen Militär faktisch. Ach so, ja, okay. Der hat die ja verkauft. So, nee. Waffen. Wo ist er dann? Da ist er doch. So, das passt dann jetzt. Jetzt passt es. Also für den ständigen Dauerbeschuss eher ungeeignet. So, jetzt muss ich wahrscheinlich auf die Olle warten. Die fliegen wir noch hier durch das Tor. Ja, ich war halt ein bisschen schneller gewesen als die. Da ich hier einen Reiseantrieb habe. Reisetriebwerk, so. Tor, Senators Ödland. Das zählt auch zu Niyakis. Oh Gott. Ja. System, Senators Ödland. Ja, das sind auch die Yakis, genau. Äußere Sektoren. Yaki-Börse. Sie sprechen mit dem automatisierten. Jeder mit ein paar Credits in der Tasche kann nun Aktien das ist gut. Und Privatunternehmen erwerben. 7 Sklaven, 14 Einheiten Raumsprit und 4 Einheiten Raumkraut und dann kann man dort handeln. Ja, sehr schön. Das ist cool gemacht. Da ist eine alte Titan. Und das Wrack. Das war noch eine alte Titan gewesen. Wer die Titan noch kennt aus X2, also cool. Das ist cool. Haha, cool. Richtig cool. So, dann fliegen wir dort mal weiter. Gibt's hier noch was? Yaki Börse. Aus der Smaragd Dragons. Über diese Objekte gibt es keine Informationen in der Datenbank. Wusste ich auch nicht. Okay, ja, warum denn nicht? Da hinten ist so ein Agrarzentrum. Hat überhaupt mein Agrarzentrum was ausgespuckt? Nö, ne. Was hatten die überhaupt? Oh Gott. Okay, ich verkaufe das Ganze für 21 Credits. Ja, das kann erstmal so bleiben. Jetzt muss ich wirklich auf die Olle warten, bis die kommt, oder was? Okay, die ist kaputt, das Aquazentrum. Aber hier gibt es eine Schiffswerft. Was? Ich kann bei denen direkt alles kaufen? Ich kann bei denen direkt alles kaufen. Akuma, Hoshi, Ryo, Karaidu, Karidu, Kariudo, so. Senshi, Tengu, okay. Ja, aber keine Station kann man hier kaufen, weil es gibt ja nur Bausätze dafür. Aber wohin führt dieses Tor? Ist das auch Yaki-Gebiet? Das muss ich mal gleich mal nachschauen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob das auch Yaki ist oder nicht. Bitte. Oh Gott sei Dank, ich leg mich schon packen. Alter Schwede, das war, was war das? ja, keine Ahnung, was das war. Es gab irgendwie nur eine Fehlermeldung. Tor, Sturm der Weber. Sturm der Weber. Autopilot deaktiviert. Autopilot aktiviert. Das war jetzt, normalerweise gab es ja sowas, wenn man,
Wer diesen Ton kennt, ist ja, wenn man die Shift-Taste fünfmal hintereinander drückt, dann ist da, sag ich mal, diese Einrastfunktion. System. Sturm der Weber. Autopilot deaktiviert. Okay. Okay, ich fliege wieder zurück. Tschüss. Wenn man fünfmal hintereinander die Shift-Taste drückt, dann hat man diese Einrastfunktion und dann hört man diesen Ton. Aber bei mir war es irgendwie gar nichts gewesen. Ich habe ganz normal, ja, gar nichts gedrückt, großartig. Erreiche System. Und dann kam dieser Ton. Uhr. Seltsam. So, Docke an. Ansonsten, wenn die Olle nicht da ist, dann muss man halt warten. Da werde ich jetzt, sag ich mal, ein bisschen offscreen. Wenn ich dann ein bisschen warten müssen, bis die Olle hier erscheinen tut. Weil, sehr verdächtig. Aber mir hat keinen Sprung getroffen. Also müssen wir ohne Sprung auf den kürzesten Weg in den Sektor Oculus Sturm. Außerdem fürchtet sich, nehmen wir schon davor, das Schiff zu wechseln. Der Kerl hat eine Menge erlitten, also muss ich in meinem Schiff bleiben. Okay. Das heißt, ich habe ihn aber auch nicht als Fracht, oder? Nee, ich habe ihn nicht als... Doch, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Aber wo muss ich ihn abliefern? Wo muss ich ihn abliefern? Erreiche System. Ocracoke Sturm. Hier? Nee. Wo muss ich ihn abliefern? Über diese Objekte gibt es keine Informationen. Keine Ahnung. Aber ich werde mal hier mal auf die Station fliegen. Dann will ich das Ganze mal ein bisschen offscreen noch weiter beachten, ob sich die Olle hier nochmal hier zurechtfindet. Weiß es nicht. Ansonsten geht's halt mit der nächsten Folge, geht's dort weiter. Sehr mysteriös. Willkommen auf dieser Station der Yaki, Pilot. Genieß deinen Aufenthalt. Danke. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Unsere Hilfe nimmt Schrottreib. Ne, da muss ich warten, bis ein bisschen Offscreen spielen. Schade. Gut, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.